Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Dieses Jahr ist so schnell vergangen wie kaum eins davor. Wenn man jetzt kurz innehält und nachdenkt, wo eigentlich die Zeit geblieben ist, wird einem klar, dass die Pandemie auch zu einer anderen Zeitwahrnehmung in diesem Jahr geführt hat. Und so stehe ich heute zum letzten Mal in diesem Jahr vor Ihnen und möchte ausnahmsweise nicht ausdrücklich über die Pandemie reden. Ich möchte Ihnen danken. Danke an unsere gesamte Goethe-Community. Danke, dass wir das gemeinsam geschafft haben, dass Sie alle an Ihren Stellen, an den Pforten, in der Objektbetreuung, im Krisenstab, ob Lehrende, Forschende oder Verwaltungsmitarbeiter, unser riesiges Unischiff, die Goethe-Universität, mit Ihrem persönlichen Einsatz flott gehalten und wieder ein Stück besser gemacht haben. Danke auch, dass Sie mir im ersten Jahr meiner Präsidentschaft so unendlich viel persönliche Unterstützung gewährt haben. Das hat mir den Start enorm erleichtert. Ich habe wieder einmal erfahren dürfen, die Goethe-Universität ist eine Gemeinschaft, auf die man sich verlassen kann und die einem viel zurückgibt. Und vor allem aber, in diesem Semester haben wir endlich wieder Lehrpräsenz realisiert, nach 3 Semestern im Digitalmodus. Früher war das eine Selbstverständlichkeit, heute eine enorm herausfordernde Aufgabe. Das wollten wir seit Mai so, wussten aber auch damals schon, dass es kein ganz risikoloser Weg werden würde. Trotzdem haben wir es gemacht, für Sie, für unsere Studierenden. Wir wollten Sie wieder erleben lassen können, was ein Studium wirklich ausmacht. Gemeinsame persönliche Begegnungen, Austausch, Diskussionen, einfach ein wenig Normalität. Das ist gelungen. Wir haben dank unserer wirksamen Schutzmaßnahmen bis heute keine Infektionsketten aus der Universität heraus. Und darauf bin ich auch ein wenig stolz. Und ich danke allen, die darauf hingewirkt und mitgewirkt haben. Und nun wechsle ich, liebe Festgemeinschaft, zum Abschluss endlich in das jahreszeitlich passende Outfit. Das habe ich mir extra von einem Kollegen für heute ausgeliehen. So, jetzt passt es. Die Mütze sitzt. Nun wird es ein bisschen stimmungsvoll. Denn die letzte Botschaft ist bekanntlich die wichtigste. Machen Sie diesen Weihnachtsmann glücklich, indem Sie über die Feiertage etwas für sich selbst tun. Zeit finden für sich und andere, zur inneren Ruhe kommen, vielleicht gemeinsame Spaziergänge machen, Familiennähe leben und erleben, aber bitte weiterhin in kleinem Kreis, damit mir keine Klagen wegen künftiger Infektionsketten kommen. Und da meine Zuständigkeit über das aktuelle Weihnachtsfest hinausreicht, Motto, nach dem Fest ist vor dem Fest, gibt es auch schon einen, wenn auch sehr kurzen, Wunschzettel für das neue Jahr. Machen wir gemeinsam die Goethe-Universität zu einem noch besseren Ort für Forschung, Lehre und Studium. Dann ist mir um die Zukunft nicht bange. Und nun wünsche ich Ihnen und euch von Herzen eine besinnliche Zeit, persönlich alles Gute, einen guten Rutsch und bleiben Sie bitte gesund.